Peter Woodcock wurde am 5. März 1939 in Kanada geboren. Sein Vater war selbst erst 17 und gab ihn zur Adoption frei. Seine ersten drei Lebensjahre verbrachte er in verschiedenen Pflegefamilien. In mindestens einer wurde er misshandelt. Als Kleinkind weinte Woodcock fast ständig, auch neigte er zu schreienden Wutanfällen. Im Alter von 3 Jahren adoptierte ihn schließlich eine wohlhabende Familie. Er war in der Schule unbeliebt und wurde gemobbt. Mit 10 Jahren begann er von Explosionen zu fantasieren und behauptete, er sei der Anführer von 500 Soldaten in seinem Kopf. In seiner Fantasiewelt war er nicht nur beliebt, sondern auch eine Anführerfigur. Am 15. September 1956 lockte der 17-Jährige einen 7-Jährigen auf ein verlassenes Gelände. Vermutlich zwang er ihn, sich dort auszuziehen. Er erwürgte den Jungen. Der Leichnam wurde am folgenden Tag gefunden. Die Untersuchung ergab, dass der Junge nach seinem Tod angezogen worden war. Das Gesicht des Jungen war in Dreck gedrückt worden und es fanden sich Bissabdrücke an der Wade und am Po des Jungen. Sexuelle Handlungen hatte es aber wohl nicht gegeben. Am 6. Oktober 1956 ging Woodcock bei einem 9-Jährigen ähnlich vor. Er prügelte diesen Jungen zu Tode, der schließlich an einem Leberbruch starb. Es gab Bissspuren am Hals und um die Leiche herum lagen Büroklammern. Am 9. Januar 1957 tötete er eine 4-Jährige. Sie wurde nackt unter einem Viadukt gefunden. Todesursache war das gewaltsame Einführen eines Astes, was zu schweren inneren Blutungen geführt hatte. Zeugen hatten Woodcock allerdings gesehen, wie er zusammen mit dem Mädchen Fahrrad fuhr, und so konnte er am 21. Januar, 2 Tage nach der Tat, verhaftet werden. Am 11. April 1957 wurde er wegen Wahnsinns für schuldunfähig erklärt. Man wies ihn in eine Anstalt ein. Durch Medikamente und medizinische Einnahme von LSD veränderte sich seine Persönlichkeit so stark, dass man ihn in eine Anstalt mit weniger Sicherheitsvorkehrungen verlegte. Ein Fehler, denn er erstach dort einen anderen Insassen, der seine Liebe nicht erwiderte. Sofort brachte man ihn zurück in die ursprüngliche Anstalt. Dort verstarb er im Jahr 2010, im Alter von etwa 71 Jahren, eines natürlichen Todes.